Da ist Weber, ein herrlicher Schuss von Heribert Weber. Ein Wahnsinnstor von Dejan Savicevic. Holster und Tor. Der macht das richtig schön. Und wie schön macht er das. Was für ein Tor. Von Herbert Boaska, höchstpersönlich. Und ein Prachttreffer. Mir fehlen die Worte. Der geht rein. Der geht rein. Unglaubliches Tor. Sie haben diese Liga geprägt, teils jahrzehntelang. Haben sie mit Leben gefüllt, mit Emotionen, mit Klasse. 3.935 Spieler sind bisher in der Bundesliga aufgelaufen. 3.935 Karrieren, 3.935 Mal der Versuch, außergewöhnlich und unsterblich zu sein. 3.935 Mal der Traum vom ganz großen Erfolg. Es war immer mein großer Wunsch, dass ich irgendwann einmal österreichischer Meister werde, beziehungsweise, dass ich überhaupt einmal die Chance kriege, dass ich beim Bundesliga-Verein spielen kann. Kommen eh die Tränen. Da pfeift ab und du kannst das realisieren und dann ja, kommen eh die Emotionen raus. Wenn du das dann wirklich realisierst, also in Wahrheit ist es unbeschreiblich. Dreimal hintereinander Schützenkönig zu werden, das zeigt ja schon von Kontinuität und von Qualität. Und das war mein Traum immer. Es gewinnen immer nur die außergewöhnlichen Spieler, die außergewöhnliche Tore in außergewöhnlichen Situationen erzielen. Die Fans sehen seit 1974 25.935 Tore. Ein super Tor von Kübauer, wir sehen es hier. Bastic durch die Beine von Grüner und Tor! Herzog macht das sehr geschickt, umläuft die Tiroler Abwehr. Noch immer Herzog, ein super Tor. Freistoß Hans Müller, ein Bombenschuss. Polster macht das sehr schön, legt sich den Ball vom linken auf den rechten Fuß. Haas, Haas, Haas und das Tor mit der Ferse. Unglaubliches Tor. Lusovic, Tor des Jahres. Wahnsinn. Das macht Lindl, er macht ein Traumtor. Unfassbar. Unvergessliche Treffer, unvergessliche Spieler. Ivo Nilaschi, Paniker. Mario Haas. Andi Herzog. Peter Schödel. Hans Krankel. Herbert Weber. Herbert Brasker. Zickler. Hansi Müller. Der Robert Zahrad. Otto Konrad. Der Ivo Vastic. Hannes Reimeyer. Savicevic. Felix Gasselich. Kovac. Kosel. Kegelwitz. Der Bakulpeder. Wolfgang Feiersinger. Didi Kübauer. Zlatko Granča. Toni Polster. Dachsbacher. Auch diese Männer schreiben Geschichte. Wacker Innsbruck in der Saison 1974-75. Wir beginnen also chronologisch mit diesem Team, das der erste Meister der neu gegründeten Bundesliga werden sollte. Swarovski Wacker Innsbruck erhält als erste österreichische Meistermannschaft die neu geschaffene Bundesliga-Trophäe. Ausgezeichnet wird der Titelgewinner mit dem größten Vorsprung in der Meisterschaftsgeschichte. 9 Punkte auf die Konkurrenz. Der erste Meistertrainer, Branko Elsner. Na so etwas, ne? Kein Mann des großen Lobes. Ich habe Ihnen bis jetzt noch nie gratuliert für Leistungen, welche Sie erreicht haben. Und diese Gelegenheit möchte ich wirklich ausnutzen und nicht Ihnen zu bedanken, sondern Ihnen klarzumachen, dass Sie haben in dieses Jahr wirklich als echter Profi sich benehmen. Und das haben dieses Jahr wirklich alles gegeben, was notwendig war. Die Profis benommen haben sich in der Folge bis heute viele weitere Mannschaften, so viele Meisterfeiern sollten folgen in den kommenden Jahrzehnten. Salzburg feiert seine Fußballhelden. 10.000 GAK-Fans feiern heute mit der Mannschaft den ersten Meistertitel der Clubgeschichte. Der Meister feiert. Die Wiener Austria ist Meister. Gratulation, Red Bull.
Und jede Meisterschaft steht für so viele Geschichten. Einige davon müssen einfach erzählt werden. So wie die vom dramatischen Finale 1987. Rapid und die Austria im Fernduell. Otto Baric auf der Rapid-Bank. Tommy Paritz, Austria-Trainer. Es geht hin und her. Rüstić schlägt auf für Kinast. 61. Spielminute. 2:1 für Rapid und erstmals jubelt auch Otto Baric. Rapid führt! Ja. Zu diesem Zeitpunkt führt auch die Austria in Graz, aber als die Violetten dann den Ausgleich kassieren, ist plötzlich Rapid Tabellenführer. Zum ersten Mal in diesem Spieltag. Die Austria-Bank. Geschockt. Jubel im Wiener Hanapi-Stadion, als der Spielstand aus Graz bekannt gegeben wird. Wissen Sie, wir haben in diesen mehreren Jahren oft Pech. Einmal wird Glück kommen. Aufgrund dieser letzten Spiele, wir haben verdient, eventuell Meister zu werden. Aber es ist noch 20 Minuten. Das Glück kommt tatsächlich an diesem Nachmittag Ende Juni im Jahr 1987. Denn in Graz wird der vermeintliche Siegestreffer der Austria aberkannt. Der Austria ist meiner Meinung nach der wahre Meister. Der Titel wurde uns weggenommen. Man darf leider heute keinen Schiedsrichter mehr kritisieren oder keinen Linienrichter kritisieren. Wir sind hinausgelaufen, haben den Linienrichter gefragt, warum er abseits angezeigt hat. Er hat uns ausgelacht. Ich habe in meinem Zorn, in meiner Wut die Kabinentüre vom Schiedsrichter eingetreten. Und tut man nicht, aber war mir in diesem Augenblick ein Bedürfnis, ein großes Bedürfnis. Ganz anders natürlich die Stimmungslage in Hütteldorf. Und das, woran keiner geglaubt hat, wird wahr. Rapid ist Meister. Auch der damals sehr junge Andreas Herzog kann sich gut an diesen Tag erinnern. Funke Feurer, der hat ein Radio mitgehabt auf der Ersatzbank und ein legendärer Tormann, also auch damals war er Ersatz und ich sitze ganz links auf der Ersatzbank und dann noch 4-5 Spieler neben mir und auf einmal hört man, der Edefinger Junior, Tor in Graz, 3:2 für die Wiener Austria und der Funke Feurer schimpft dort und nimmt den Radio und schießt ihm quer ins Spielfeld rein von der Ersatzbank. Und wie der Radio so fliegt in der Luft, auf einmal hört man, nein, abseits, abseits. Und der Radio war noch nicht einmal am Boden, waren schon 4 Spieler, sind hinterher gesprungen, so schnell wie möglich den Radio wieder geholt. Und dann war eben abseits zum Glück, Austria 2:2 gespielt und wir sind Meister geworden. In den Jahren davor sind es zumeist die Violetten, die das bessere Ende für sich haben. Ab Mitte der 70er, die Austria dominant, von 1976 bis 1986 werden die Favoriten 8-mal Meister. Austria Wien spaziert im Wiener Horststadion durch die Reihen von Austria Salzburg. Paritz legt auf für Baumeister und 1:0. Manchmal holen sie den Titel überlegen, manchmal knapp am letzten Spieltag. 1981 zum Beispiel, da geht Sturm als Favorit ins letzte Spiel. Sogar während der Partie herrscht bei den Austria-Fans noch wenig Optimismus. Sie haben beim Radio mit, wie steht es denn in Graz? In Graz steht es 0:0. Das heißt, die Austria wäre eigentlich jetzt schon Meister. Naja, schwer. Glaube nicht daran. Aber es kommt anders. Die Grazer verlieren nämlich ausgerechnet gegen Rapid und die Austria-Fans feiern deshalb den Stadtrivalen. Es ist ein violetter Feiertag für Trainer Erich Hof und seine Mannschaft.
Die Austria war in der Geschichte des österreichischen Fußballs immer bekannt als eine technisch brillante Mannschaft, ein bisschen mit dem Anstrich des schlampigen Genies, aber eben unverlässlich. Jetzt aber hat die Austria das Kämpfen gelernt und ist eine beständige Mannschaft geworden, ohne auf ihre ureigenen Qualitäten, dem Geigen auf der Fußballbühne, zu vergessen. Herbert Prohaska spielt die erste Geige in einer Mannschaft, die eine Klasse für sich ist. Ich glaube, das ist was Ungewöhnliches war und auch heute nicht mehr möglich ist. Ganz einfach, eben diese Zeit, und die war für mich ganz einfach die allerschönste und wichtigste. Weil du hast mit verschiedenen Spielern, ich habe sicher mit 7, 8, vielleicht sogar mehr Spielern 7, 8 Jahre zusammengespielt. Ja? Also über einen enormen Zeitraum. Das heißt, wir waren nicht nur jetzt gute Kollegen, wir waren wirkliche Freunde. Die Spieler verschworen, vielleicht ein wenig tiefenhaft. Das Umfeld im Verein, auch zu jener Zeit schon schwierig. Die Fragen von damals, sie ähneln den Fragen von heute. Ist die Austria eine schwierige Mannschaft? Ja, schwierig ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Es gibt immer wieder Reibungspunkte. Ist aber, glaube ich, natürlich, wenn man so viel zusammen ist. Am Trainersessel wird gesägt. Immer. Dass Hermann Stessel mit als Meister gehen musste, das bei Pekesberg als Cupsieger gehen musste, das ist halt Austria. Ne? Also deswegen, das hast du dann schon im Kopf. Nicht? Und deswegen ist es ja lustig, wenn ich mir jetzt quasi auch ein bisschen mit Austria, mit der Historie und was jetzt dann gerade da oder dort in den letzten Jahren mal ist, auseinandersetze und sage, das ist schwierig und was weiß ich was alles. Das Austria war immer speziell. Ne? Das ist schon, das finde ich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite finde ich es natürlich schon auch witzig. Peter Stöger, Trainer der Austria-Meistermannschaft 2013, der bislang letzten Meistermannschaft, die nicht Red Bull Salzburg heißt. Der Titel damals sensationell, bis heute irgendwie unglaublich, dass dieses Kunststück gelungen ist. Und wenn man schaut, was auf der Kaderliste der Konkurrenz gestanden ist in Salzburg, das wird heute erst so richtig bewusst. Nicht? Wenn wir darüber reden, wo ist der Qualitätsunterschied, dann muss man sagen, dass die nicht Master geworden sind in Salzburg, das ist ein gespielter Witz. Nicht? Aber die Buben haben es super hingekriegt. Es war eine lange Nacht. Sie hat eine Woche gedauert. Das vergeigte Cup-Finale ein Kollateralschaden. Die Jungs waren halt nicht zum Einfangen, diese 5 Tage, muss man halt auch fairerweise sagen. Also, und wenn ich mir dann überlege, dass es 10 Jahre gedauert hat, werden die Burschen schon gewusst haben, dass es relativ lang niemand mehr Master wird als die Salzburger. Also insofern verstehe ich diese 5 Tage, oder 6 Tage, wo sie tagtäglich 18 Stunden unterwegs waren und ein paar Stunden geschlafen haben. Das geht sich ja dann für ein Cup-Finale nicht mehr aus. Da sind schon ein paar im Wäschekorb in der Früh noch gelegen und haben geschlafen, nicht? Weil es sich nicht gelohnt hat, nach Hause zu fahren. Der andere Meistertitel, den Peter Stöger von der Trainerbank aus erlebt, 2006. Gemeinsam mit Frankie Schinkels Ausnahmezustand im Horststadion. Und das haben wir erreicht. Und da ist er. Der hat mir das Vertrauen gegeben. Und wir haben es geschafft. Sieg! Peter Stöger, herzlichen Glückwunsch. Peter Stöger ist an diesem Tag nicht nach Feiern zumute. Der Ausstieg von Frank Stronach steht bereits fest, es ist eine Zäsur. Nachdem mich jeder Tag mit Frank Stronach eine Challenge war, aber ich meine das nicht nur negativ, also ich habe viel von ihm gelernt, das vergisst man, oder ist nicht modern, das zu sagen, aber ich habe auch gewusst, dass jetzt kommen die Probleme, weil
der Verein gespalten war, weil es viele Diskussionen gegeben hat, wie wird es weitergehen. Er mag aufhören, genau jetzt, wo wir richtig gut unterwegs waren. Die Ära Stronach retrospektiv natürlich fragwürdig, was den Einsatz der Mittel im Vergleich zu den Erfolgen angeht. Die teuren Trainerstars, die überbezahlten Spieler, er wollte mit den Adlern kreisen und nicht mit den Hühnern picken. Was in Favoriten letztlich von ihm blieb, allerdings ein Witz. Sagt der schottische Trainer zu seiner Mannschaft: Burschen, heute habt ihr gekämpft, heute habt ihr euch Erfrischung verdient, macht die Fenster auf. Weil es gerade irgendwie passt. Erfrischend auch meistens Hannes Kartnick, der schillernde Sturmpräsident. Immer für eine Show gut. Das Ende war nicht happy. Der Weg bis dorthin allerdings schon und immer unterhaltsam, oft irgendwie zu viel. Teils komplett aus der Zeit gefallen. Er hat einfach gemacht, was ihm Freude bereitet. Hat gesagt, was er will. Zum Beispiel während eines Grazer Derbys im Gespräch mit dem damaligen GAK-Präsidenten Harald Fischl. Da borchelt unten her. Das gibt's ja nicht! Hey! Der Wahnsinn. Das ist der Größte. Der sagt noch ja, der Schmäh ist gegangen. Passt schon. Da gehört die rote Karten gehen, ja? Ja. Was hast du gesagt? Nein, die Gelbe. Da gehört die rote gehen. Das die Gelbe hat er gekriegt, war richtig. Harry, du bist noch zu kurz im Geschäft, aber du, ich bin weiß, immerhin länger Bundesliga-Präsident wie du. Na wirklich. Ja, du warst Wurstsemmelverkäufer und Eislutscherverkäufer am GRK-Platz. Ja, ja. Macht ich habe mein Geld als Kind verdient. Aber du hast Eislutscher verkauft am GRK-Platz. Ja. Und ich war Präsident ein Jahr vor dir. Ja, das, aber hat ja keine Ahnung, was soll ich dagegen machen? Ja. Ein ahnungsloser Präsident, du hast viel Geld reingekauft. Wir haben nur 7 Jahre gegen euch noch nicht verloren. Der richtige Ton. Eben manchmal schwierig zu treffen. Die Spieler mitgehangen, mitgefangen, den Text gibt der Präsident vor. Er war ein richtiger Showman und muss man sagen, das kannte er sehr gut. Lars hat sich chauffieren lassen mit dem Rolls-Royce durch den Graz, aber er war so, das war Hannes, wie er war und lebte, er wollte Show, hat er das vorgelebt und er war so. Das muss man ihn nehmen, so wie er ist. Und in all dem Wahnsinn der perfekte Gegenpart zu seinem Präsidenten, Ivan Osim. Der Bosnier introvertiert, ruhig, klug, die beiden gemeinsam ein Traum. Selbst im Moment des größten Triumphes wirkt Osim oft etwas unbeteiligt. Gefreut hat er sich eher nach innen. Glücklich? Wie immer. Die Erinnerung an Ivica Osim tatsächlich unsterblich. Er ist eine Grazer Ikone für immer und ewig. Er war bodenständig, einfach. Er hat uns auch gelassen, dass wir wachsen. Er hat dann nicht nur bestimmt, er hat mit uns das gelebt und gestaltet, die Karriere von jedem. Nicht nur sportlich, sondern auch als Mensch und als Freund. Es ist auch Osim, unter dem Haas Rheinmeier-Vastitsch zum magischen Dreieck werden. Spieler, die die Liga damals prägen, auch internationale Erfolge feiern. Es ist die erste große Zeit des SK Sturm. Ich würde nie vergessen, ich glaube, eine Saison, ich habe 17 Tore gehabt, Hassi 18, Rheinmeier auch 17. Und uns war auch, da ist auch um Torschützenkönig gegangen. Und ich glaube, uns drei waren, war wurscht, wer von uns drei wird. In den frühen 2000er Jahren geht es dann bergab. Sportlich und vor allem finanziell. Hannes Kartnick unter Trainer am 22. Oktober 2006. Es tut mir leid, wenn ich das heute verkünden muss, dass der SK Bundigammer Sturm Graz morgen beim Konkursgericht einen Konkursantrag einbringen wird mit dem weiteren Antrag eines Zwangsausgleiches. Sie können mir glauben, das ist mein schwerster und bitterster Weg in der Vereinsgeschichte.
Danach sollte es bis zum Jahr 2011 dauern, bis in Graz wieder ein Meistertitel gefeiert werden kann. Der ist gut, der ist drinnen, Mario Haas. Abschlussgelegenheit und was für eine Ingrisabit. Ein Konter aus dem Zauberlehrbuch. Kinast, der macht das Tor. Radovic, Schlusspunkt, ja. Graz steht Kopf. Sturm Graz ist Meister 2010-2011. Frankfurter, wo sind Sie angelangt? Am Ziel der Träume? Das ist richtig, aber man letztes Jahr den Cup-Siegertitel holt und diesen Jahr Meister wird, unerwartet Meister wird, dann ist das natürlich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Warte mal. Oh! Ich schicke einfach die Kamera noch. Groß auf seinem Kopf? Ja? So, und jetzt ist er noch einmal hier. Franco Foda. Hat's wehgetan? Nein, überhaupt nicht, aber. Es schaut furchtbar aus. Ja. Da waren einige Amateure am Werk. Es waren diese paar Jahre, in denen die Salzburger mit einer außergewöhnlichen Leistung noch geschlagen werden konnten. Nämlich dann, wenn ein perfekter Tag eine ganze Saison lang gedauert hat. Ein perfekter Tag wie dieser Ostersonntag im Jahr 2008. Das ist die Chance auf das Tor, da ist die Führung für Rapid. Minute 7, 1:0. Meierhofer setzt nach, 2:0 Rapid. Was ist denn hier los? Keine 10 Minuten vorbei. Und Rapid führt hier mit 2:0. Mit Korkmaz, mit der Chance auf das 3:0. Und das ist da. Unglaublich. Sensationell. 3:0 Rapid nach 11 Minuten. Und das kann nicht einmal Peter Bakult glauben. 4:0 für Rapid. Minute 17. 4:0 für Rapid. Und zum zweiten Mal heißt der Torschütze Stefan Meierhofer. Steffen Hofmann auf Erwin Hoffer, kein Abseits, 5:0 Rapid. Peter Bakult nimmt es nach wie vor ganz gelassen. Und Giovanni Trapattonis Mannschaft ist stehend K.O. Wieder Hoffer vorbei an Vargas, das gibt's nicht, was ist hier los? 6:0 Rapid, noch 2 Minuten, dann hat Salzburg überstanden, aber vielleicht fällt hier noch das 7. Rapid-Tor. Noch einmal Jimmy Hoffer. Und da ist es. Steffen Hofmann staubt ab zum 7:0 für Rapid. Man ist ein kleiner Puzzleteil von einer Geschichte. Und das ist schön, wenn man da auch jetzt im Nachhinein dann vielleicht auch daheim eine Meistermedaille rausholt oder Fotos sieht. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl, aber es geht einem durch Knochen und Mark und ist einfach wirklich wunderschön. Ich glaube, es gibt im Fußball immer wieder so Geschichten und Spiele und unglaubliche Momente und ich glaube, dieses 7:0 damals in dieser Dominanz, Top-Mannschaft, wie sie alle geheißen haben, ne? Und wir sind dann dorthin gefahren und haben einfach ein Spiel abgeliefert, was ich in dieser Art und Weise, glaube ich, danach selten noch wo gesehen habe. Während der Halbzeitpause agiert Peter Bakult noch als Partyschreck. Anekdote zum 7:0. Du kommst in die Halbzeit, es steht 5:0. Wir alle beflügelt, keine Ahnung, haben noch ein Red Bull getrunken, Wasser. Und es war natürlich laut in der Kabine. Na klar, hey, super, hast gesehen, ich habe schon 2 Tore gemacht. Und pff, wow, wie wir den ausgespielt haben. Du redest, du tauschst dich aus. Und dann so, oh, so ruhig jetzt. Und wir sollen nicht glauben, es ist jetzt schon vorbei, weil das, was wir jetzt geschafft haben, kann Salzburg auch schaffen. Und schaust dich an, komm, wer soll jetzt noch 5 Tore machen, gell? Aber er hat es einfach rübergebracht, dass wir jetzt einfach konzentriert bleiben müssen. Dann gehen wir raus und machen nach 7 Sekunden das 6:0. Und da sieht man auch, wie Spieler dann lachen, wo wir gewusst haben, der Alte hat gerade drinnen gesagt, hey, aufpassen und jetzt machen wir das 6:0. Jetzt ist vorbei. Es war diese Zeit bei Rapid, als sich der Alte, also Peter Bakult,
manchmal nach den Spielen in Kleinkriege verzettelt. Interviews mit ihm, eine Gratwanderung. Rapid ist Herbstmeister, Peter Backhult ist Herbstmeister. Matthias Volkmann gratuliert. Ja, und der hat dieses Interview bei mir schon richtig angeteased mit den Worten, jetzt kannst du dich gleich anhalten, ich habe was zu sagen. Was ist es denn, Peter Backhult? Verständlich, wie können Sie jetzt vorhin sagen, der Trainer Peter Backhult freut sich nicht über den ersten Platz. Das ist eine Frechheit von Ihnen. Wie können Sie meinen Namen da jetzt daherstellen und können auf einmal sagen, ich freue mich nicht. Also so viel Blödheit, wie Sie dort erzählen, ist schon einmal grenzenswert. Ist jetzt nicht besonders höflich, Peter Backhult, aber... Höflich an, waren Sie jetzt höflich? Wie können Sie meinen, wie können Sie im Mac-E-Katz einfach fragen und Trainer Backhult freut sich nicht über den ersten Platz? Ist das freundlich? Nein, ich habe das letzte Mal, waren wir auch hier? Das letzte Mal, was hat das mit dem letzten Mal? Sie haben da was rein, was überhaupt nicht stimmt. Also ich entnehme dem, um das abzukürzen, dass Sie sich sehr wohl über den Herbstmeistertitel freuen. Nein, jetzt da. Ich bin dran nicht. Ja, ich habe es ja gesagt, das hat ja jeder gehört. Das ist der Schublatt, was jetzt aufführt. Unnötige und dumme Stimmung von Ihnen gemacht. Okay, wenn Sie das so sehen, ich hatte vor... Ich sage es ja so, weil Sie haben es ja so blöd gesagt. Okay, ja, finde ich immer noch nicht sehr höflich, einen Auftritt, ganz ehrlich. Aber gut, nein, wirklich. Sie dürfen sagen, was wollen. Nein, ich... Das Gaspel dürft sagen, was wollt. Nein, ich würde mich auch gerne... Ich würde mich auch gerne rechtfertigen, bin aber so nett, dass ich eigentlich Ihnen immer das Mikrofon hinhalte. Ist okay, wollen wir trotzdem noch über die Partie reden? Oder sind Sie jetzt einfach nur sauer auf mich und wir beenden das? Ich bin sauer auf Ihnen. Aber zu Recht, und ich darf auch sauer sein. Na gut, dann seien Sie sauer auf mich. Ich gratuliere Ihnen trotzdem zum wahrscheinlich Herbstmeistertitel. Okay. Wir haben es was anderes gesagt. Okay. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Ne? Er ist auch nicht so einer, mit dem man sagt, ja, es ist so. Nein, er hat so oder so. Und das ist aber auch gut, ne? Seine Ecken und Kanten. Wenn du erfolgreich bist, kannst du dir auch gewisse Sachen leisten. Ne? Und wir waren sehr erfolgreich. Und das hat er, glaube ich, einfach auch gewusst, dass er sich da vielleicht das ein oder andere Ding rausnehmen kann und vielleicht auch ein bisschen mit den Medien so spielen wollte. Und das war vielleicht einfach so seins. Was Packhult kann, kann Trapattoni erst recht. Sich ärgern. Das muss auch in Salzburg das eine oder andere Mal. Und einmal wird's historisch. Ich habe 21 Erfolge. Auch letztes Jahr und vor 2 Jahren noch. Warum? Erfahrung im Kopf. Verstehen Sie? Es gibt ein Pla, Tja, Pla, 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 Pla im Rücken. Es gibt nur die Wörter Pla, 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 Pla. Was verstehen Sie? Nur sprechen. Die Wörter sind einfacher. Sehr einfach, Wörter. Wir sind immer die Leute immer in der Rücken, immer so. In der ganzen Welt. Die ganze Welt. Es gibt auch ein Spiel schlecht. Es gibt auch ein Spiel schlecht. Dieses Mensch, nicht diese. Das ist nicht der Mensch. Porco Dio, ma è possibile che non capite mai un cazzo di niente. Es ist eben noch, bevor Salzburg alles richtig macht, bevor die große Dominanz beginnt. Der Meister Red Bull Salzburg. Fußballmeister 2014-2015. Jetzt gratulieren wir zur Meisterschaft in der Saison 2015-2016. Applaus, verdienter Applaus. Sie sind die Besten in Österreich. Wir gratulieren Red Bull Salzburg zum 5. Titel in Folge. Das ist der Titel, das ist die Meisterschale. Gratulation an Red Bull Salzburg zum Meistertitel. Der österreichische Meister der Saison 2021. Gratulation an den FC Red Bull Salzburg. Wir gratulieren dem Meister Red Bull Salzburg. Gratulation an den österreichischen Meister 2022-23. Gratulation an den FC Red Bull Salzburg. Es sind diese Titel der Ära Red Bull, die ihn zum Rekordmeister machen. Andreas Ulmer. 13 Mal wird er mit Salzburg Meister, einmal als Kaderspieler der Austria. Niemand ist in der Geschichte der Liga erfolgreicher als er. Andreas Ulmer, ein ganz großer, aber kein Mann der großen Worte. Jeder Titel ist anders. Ich glaube, da kann man keinen einzigen vergleichen. Von dem her ist es jedes Jahr eine große Herausforderung, einen Titel zu gewinnen. Wenn man sich dann so darüber nachdenkt, ist es ganz was Spezielles, besonders. Rekordhalter unter sich. Ulmer, der Spieler mit den meisten Titeln, hochrespektiert natürlich auch von Heribert Weber, dem Spieler mit den meisten Einsätzen. Er ist kein lauter Mensch. Ja? Und
wenn er nicht unbedingt was sagen muss, dann sagt er nichts. Ja? Und das ist oft vielleicht hinderlich, wenn man den Fußball hernimmt. Ja? Dass man halt hier und da, wenn man gut spielt, ganz vorne steht und auch erklärt, warum man heute so gut war. Ne? Wenn nicht zum Ulmer wer kommt und sagt, du warst heute großartig, warum ist das so? Einmal spielst du so gut, ja? Oder so extrem gut, warum ist das heute passiert? Ja? Dann sagt er vielleicht irgendwas. Ständiger Wechsel gehört zum Geschäftsmodell von Red Bull Salzburg. So viele großartige Kicker laufen in den vergangenen Jahren hier auf. Riesige Talente, große Stars, wunderschöne Tore. Der geht rein! Der geht rein! Was für ein Traumtor! Wow! Mir fehlen die Worte. Ja, das war der Junusovic. Sadio Mané, Weltklasse! Setzt sich durch! Was für ein Stürmer! Da ist der Abschluss! Minamino. Schöner, feiner Haken. Guter Abschluss und das Tor. Soriano, der sitzt. Und wieder sitzt. Alexander Zicker. Hoi! Hoi, hoi, hoi! Das ist die Bestätigung dafür, dass Geld natürlich Tore schießt. Ne? Also wenn irgendwer was anderes sagt, dann muss man da sagen, Geld schießt keine Tore, wenn du es idiotisch einsetzt. Ne? Wenn du es halbwegs normal einsetzt und du hast die finanziellen Möglichkeiten, dann musst du vorne dabei sein und das Salzburger machen in dem Punkt vieles richtig. Ne? Tatsache ist, dass die, was dort arbeiten, einen super Job machen. Ja? Dass du jedes Jahr Spieler um viel Geld verkaufst und andere wiederholst, die sofort nach kürzester Zeit wieder großartigen Fußball spielen, die Spieler bleiben maximal 2 bis 3 Jahre. Wenn er nach 2 bis 3 Jahren nicht geht, ist er nicht so gut. Es sind außergewöhnliche Spieler, die von Salzburg aus große Karrieren starten. Aber er sticht besonders hervor. Erling Haaland, Jahrhunderttalent in Ausbildung, damals in Salzburg. Haaland! Ich fass es nicht! Erling Haaland! Den Ball hat er auch mit. What do you do with the match ball? I'm gonna take it home and let it be my girlfriend for the night. Also er sagt, er nimmt ihn mit nach Hause und das ist sein Girlfriend, also seine Frau für den heutigen Abend. Jetzt probiere ich ihn noch einmal um 30 Millionen zu bekommen. Do I get you, Erling, for 30 million euros? No, you have to pay more. 40? No, but only you. 50? 40 is okay? For you, special price 60. 60. 60 Millionen, spezieller Preis für mich. Er ist wirklich ein Restl. Der hat sicher 90 oder 100 Kilo und ist groß und hat mit diesem Körper auch eine Technik. Also das ist sehr, sehr selten, dass Spielertypen mit diesem Körperbau ganz einfach so gut sind, auch technisch. Der ist eine ich sage immer, das ist seine Maschine. Lange vor Erling Haaland haben schon andere Legionäre die Liga geprägt. Antonín Panenka, absolute Weltklasse. Trifon Ivanov, so geliebt. Europameister Hansi Müller, Superstar, damals in Innsbruck. Tibor Nilasche, elegant und genial. Steffen Hofmann, der Fußballgott in Hütteldorf. Freistoß, Hofmann, gut, drin! Ex-Real Madrid-Spieler Hugo Sanchez im Trikot des FC Linz. Weltmeister Mario Kempes im Dress der Vienna. Es sind heute undenkbare Transfers passiert. Damals. Kempes und ein Prachttreffer, ein Tor, wie es nur Mario Kempes erzielen kann. Rechts sieht Giuseppe Giannini und der Pepe macht dann in der 18. Minute endlich sein erstes Tor. Tolle Heimpremiere für den neuen Liebling des Tiroler Anhangs, für Nestor Gorosito.
Schütz ins Tor von Dejan Savicevic. Unglaublicher Freistoß. Wahnsinn. Du kannst gar nicht aufzählen, weil das wirklich Weltklasse-Fußballer waren. Ja, und die haben da gespielt. Die kann heute sich niemand mehr leisten. Und wenn, dann kommen die nicht mehr her. Mario Kempes, Weltmeister, Savicevic, wahrscheinlich der beste Spieler zu seiner Zeit auf der Welt, war halt ein Genie, aber hat extreme Höhepunkte gehabt, fantastische Spiele, zwischendurch war er auch ein bisschen ein fauler Hund. Der Beste, würde ich sagen, war Tibor Nilasi. Das war ein Wahnsinnsspieler und nicht umsonst Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft. Tibor hat immer gern geschlafen und viel geschlafen. Und hat nach dem Mittagessen hat er immer zu mir gesagt, Toni, was magst du? Gehst du Karten spielen? Und ich gesagt, ja, Karten spielen. Das ist super, da kann ich gut schlafen. Für mich war ja der Paninker von der Art her, er war ja ein sehr ruhiger, zurückgezogener Mensch, der sie eigentlich so nie in den Vordergrund drängt hat. Gell? Und der hat aber einen Fußball gespielt, das war unglaublich. So wie auch er, Hans Krankl. In der Saison 1977-78 erzielte er 41 Treffer, bis heute ein unerreichter Rekord. Er ist vielleicht der beste österreichische Stürmer aller Zeiten. Nein, brauchen wir nicht drüber reden. Ich will mit der Toni Polster schimpfen, das ist klar, aber wenn wir jetzt von der österreichischen Liga reden, auch über einen längeren Zeitraum, war der Hans Krankl mit Abstand der Beste. Es war einzigartig. So wie vorher und nachher nie mehr erlebt. Ja? Nicht, dass man sagt, er ist nur vorn gestanden und hat gewartet, bis er einen Ball kriegt, sondern der hat genau gewusst, wenn er einen Ball kriegt, wo er ihn hinschießt. Genauso, er war oder ist auch gar nicht so ein großer Spieler, aber ein begnadeter Kopfballspieler. Dass Krankl dennoch nur zweimal österreichischer Meister wird, eigentlich überraschend. Und beide Male fehlt er am letzten Spieltag 1982. Ist er gesperrt. Wir wollten uns den Meistertitel stehlen, die Funktionäre, die Schiedsrichter. Aber jetzt ist ein Hüdeldorf. Alle, jetzt ist ein Hüdeldorf. Lustig. 1983 ist er verletzt, rettet aber möglicherweise dennoch den Titel für Rapid. Mit Krücken verhindert er einen vorzeitigen Platzsturm, hält die Fans auf den Tribünen des Eisenstädter Lindenstadions. Wir waren Meister dann, wir haben 5-0 in Eisenstadt gewonnen, es ist 5-0 gestanden und alle wollten schon aufs Spielfeld rennen und ich habe dann versucht mit den Krücken, um den Gipsfuß, also die Narischen zurückzuhalten und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Müsste man dieses halbe Jahrhundert Bundesliga auf zwei Legenden beschränken? Wahrscheinlich wären es Krankl und Prohaska. Wir haben als kleine Geschoppen ein Ziel von uns gesehen. Wir wollten sehr berühmt werden und in der Zeitung stehen. Wenn ich es heute sehe, ich muss immer noch lachen, aber herzlich. Also das war damals auch nicht gespielt, sondern spontan. Das ist der Opitz und der Zwirschener. Wir haben geglaubt, das wird eine relativ flotte Sache und dann waren wir dort einige Stunden. Leider sind in letzter Zeit Verräter unter uns, die zerzersten unseren Sport. Ja, wirklich nichts dafür, aber. Muss ich nicht. Ja, wir kommen nicht. Doch leider sind in letzter Zeit Verräter unter uns. Es war unglaublich, das hat wirklich stundenlang gedauert. Hinter uns waren so Tänzerinnen, die waren brennhaß auf uns, weil die haben immer müssen wieder dasselbe wiederholen. Und der Herbert hat angefangen zum Singen und ich hab angefangen zum Lachen. So was schon wieder nicht. Aber deine Zahne, ich muss gehen. Nein. Verliere meinen Job. Der hat schon gekranzt. Verliere meinen Job. Und kommt spät zum Training. Es hat alles nichts genutzt. Und dann haben wir eigentlich immer nur blöd gelacht.
Und daraus ist dann wirklich fast so geworden, als dass wir dann beide nicht rechtzeitig wegkommen, sondern es ist sie aber dann knapp ausgegangen. Wir haben nur ein Ideal, den Sport. Großer Sport natürlich, die Wiener Derbys. Ruhe zu bewahren, gar nicht so einfach bei so viel gewachsener Rivalität. Kübauer gegen Ogris zum Beispiel. Oder auch die Dulitzer gegen Lavare. Ein Sieg gegen den Erzrivalen einfach besonders schön. Peter Stöger, das hat er souverän gemacht. Große Möglichkeit und das ist der Führungstreffer. Die Wiener Austria gewinnt das Derby. Florian Klein mit einem Prachttreffer. Und das ist die Entscheidung. Der Kapitän war es, Steffen Hoffmann. Rapid gewinnt das Wiener Fußball-Derby gegen die Austria. Herbert Boaska höchstpersönlich. Und wie er es gemacht hat, das weist ihn als den Klassenspieler aus. Rapid gewinnt das große Derby gegen Austria Memphis. Und jetzt ist der Ball im Tor. Die Austria führt durch den Kapitän. Es ist natürlich eine abgedroschene Phrase, aber diese Partien sind mehr als ein Spiel, weil sie für die Protagonisten so viel Bedeutung haben. 5 Derbys habe ich gespielt in Mailand, immer vor 80.000. Unglaubliche Stimmung, unglaubliches Spiel. Wir haben kein Derby verloren. Aber im Herzen habe ich es nicht gespielt. Ja? Ich habe das Emotionale aufgenommen und da hast du ein bisschen eine Nervosität gehabt. Aber nie das Gefühl, was du gehabt hast in Wien, das ist mein Derby. Das ist das. Jedes Jahr fiebe ich diesen Derbys entgegen. Ein Wechsel von Grün-Weiß zu Violett oder umgekehrt kommt immer wieder vor. Peter Stöger zum Beispiel kann davon erzählen. Wenn man weiß, dass das ist, ja, es dann für jemanden wie mich damals schon schwierig war, dort quasi einen Fuß reinzubekommen und von Start weg nicht so viel Akzeptanz da war und wie sich das aufgebaut hat und wie wir uns als Mannschaft unglaublichen Respekt erarbeitet haben und ich als Violetta bei den Grünen dann auf einmal da die Meisterschaft holen durfte, das war schon sehr, sehr lässig. Eine Anekdote ist besonders unterhaltsam. Ich werde auch nicht vergessen, dass ich immer noch bei der Rapid-Hymne einen Satz sprechen darf, die wird immer noch zum Tag gespielt und ich habe mich dann damals auch gleich beliebt gemacht, das war relativ zu Beginn und da gibt es ein paar Zeilen, die es halt gegeben hat, wo jeder aussuchen durfte, aber das möchte ich ansprechen und das. Und ich bin halt da hingekommen und da ist eine Zeile: als Meister halten wir Rekorde, und ich habe gesagt, Leute, sorry, aber von euch hat noch keiner was gewonnen, das ist mein Satz. Ne? Und so war mein Eintritt und das haben sie akzeptiert. Und haben dann auch die Meisterschaft geholt. Also das finde ich immer noch heute witzig, wenn ich die Hymne höre. Ja. Als Meister halten wir Rekorde. Die Kicker und die Musik überhaupt so ein Thema. Es war einmal ein treuer Husar, der liebt Rapid, gar viele Jahre. Super Salzburger, ole, super Salzburger, ole, super Salzburger. Wir, nur wir sind die Sieger. So laufen, denn jeder rutscht mal aus. Lassen wir die Köpfe doch nicht hängen, wir geben niemals auf. Die Salzburger damals zum Glück bessere Spieler als Sänger. Auch wenn der Hype mit einer Boygroup vergleichbar ist. Ja, da ist ein Hype entstanden. Das waren sie selber gar nicht bewusst. Also das war richtig, richtig heavy. Wir haben richtig Massen bewegen können. War für uns alle, glaube ich, für das ganze Bundesland. Natürlich auch für uns Spieler, Trainer und Funktionäre prägend.
ist immer noch sehr präsent nach wie vor. Also ich glaube, was da abgegangen ist, das war schon sensationell. Die frühen 90er, eine großartige Zeit. Salzburg im Trainingslager in Arizona. Otto Baric und seine Stars im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es war eben wirklich alles möglich damals. Mit diesem Team, das von 1994 bis 1997 drei Meistertitel holt. Wir waren halt sehr, sehr greifbar für die Fans und so hat sich das Ganze eigentlich dann zu einer richtig coolen Energie entwickelt und ja, da wo alle eigentlich gezehrt haben davon. Für uns ist es sowieso generell sehr schwer, jetzt für uns Salzburg, für die 94er Mannschaft, wir gehören nicht so richtig zur alten Austria, die haben es neu gegründet und wir gehören überhaupt nicht zu Red Bull in Wahrheit. Also in Wahrheit ist die Generation oder die erfolgreiche Mannschaft, die, ist in Wahrheit, die existiert nicht mehr. Also, und das macht uns schon in einer gewissen Art und Weise auch immer wieder traurig. Traurig, ein Stichwort, das auch für andere ehemalige Meister Gültigkeit besitzt. Für den GRK beispielsweise geht es nach dem Titelgewinn 2004 bergab. Und auch für die Tiroler sind die großartigen Zeiten lange vorbei. Die glorreichen Swarovski-Jahre mit dieser Star-Truppe und vor allem diesem Trainer. Legende, ein inflationär gebrauchtes Wort, aber Ernst Happel ist unvergleichbar. Im Fußball gibt es nur eine Gegenwart und eine Zukunft. Die Vergangenheit zählt nicht im Fußball. Ich kann mir von den Erfolgen, was ich gehabt habe, nichts kaufen. Den Erfolg, was ich hier habe, den habe ich schon wieder hinter mir. Jetzt fängt schon wieder das nächste an, solange ich arbeiten tue. Ich will immer das Maximale erreichen. Und wenn ich will alles erreichen und das Maximale erreichen. Und wenn ich das nicht erreichen kann, will ich den Rest erreichen. Die Trainer, sie stehen in diesem vergangenen halben Jahrhundert oft im Mittelpunkt. Es ist der von Ernst Happel angesprochene Druck, immer erfolgreich sein zu müssen, der auf sie bis heute einwirkt. Hast du keine Eier oder was? Sind wir rot? Hast du keine Eier? Bleib ruhig! Ja! Was muss dein Weg sein? Huche hat mir nicht geschlafen und spielt Fußball! Einzig der Umgang mit diesem Druck ist individuell unterschiedlich. Fakt ist, es ist wirklich kein einfacher Job. Die Leute haben es gut, die Leute können schimpfen und pfeifen. Die haben es gut, der Zuschauer hat es in Wahrheit gut. Der ärmste Hund bin ja ich, weil ich leide so, ich kann nicht einmal mehr reden. Ich bin satt schon von Ausreden. Satt. Was ich hasse, das ist, weiß nicht, ob es ein richtiges Wort ist, aber Hosenscheiße Fußball. Herr Konstantin, was war los mit Ihrer Mannschaft in der zweiten Halbzeit? Ja, über die erste Halbzeit reden wir nicht, oder? Ist das ein Spaß, oder? Versuch's noch einmal. Ich versuche eine Frage zu stellen, sagen, was Sie zur ersten Spielhälfte sagen. Das kommt uns sehr schwer, Herr Backer. Ja, aber es ist trotzdem so, dass ich mich dass hier versucht, wird Interview schon zu führen und ich versuche eine Frage zu stellen. Die Frage kann man so nicht beantworten und auch so nicht stellen. Ich meine, es ist immer besser, da die Fresse zu halten. Das müssen Sie als Journalist alles wissen. Deshalb ist diese Frage deplatziert. Diese Frage ist deplatziert, ist ja eigentlich nur ein sehr höflicher Ausdruck für... Ja, genau. Die nächste depperte Frage. 0-4 im Derby gegen den GRK. Günther Neukirchner, wie froh sind Sie denn, dass der Schiri jetzt abgepfiffen hat? Was soll die Frage jetzt sein? Für was ist die Frage jetzt? Erklären Sie mir das. Man hat Angst haben... Wollen wir jetzt freuen, wenn wir 4-0 verlieren oder was? Bei uns haben wir ein paar die Hosen voll, wir haben Kapitale eingefallen, mehr brauchen wir nicht sagen. Aber die Frage brauchen Sie mir auch nicht stellen. Da haben Sie nicht Angst gehabt vor einer noch höheren Niederlage, den Eindruck hatte man jetzt zum Schluss. Das ist die nächste Debatte-Frage. Fällt Ihnen nichts Schöneres ein jetzt? Ich weiß jetzt nicht, woher die Schärfe kommt. Wir verlieren 4-0 und Sie fragen mich, ob wir Angst haben, ob wir auf einer höheren Niederlage und leider so am Platz sind. Fällt Ihnen nichts Besseres ein? Dankeschön. Ja. Danke. Mir ist es sehr oft so gegangen wie den Günther Neukirchner. Logischerweise allerdings ist man nicht so ausgerutscht.
Ja, gedacht habe ich mir es auch. Ich hasse nichts mehr, wie wenn sich einer hinstellt zu einem Interview und du siehst schon, oder es ist ja heutzutage auch modern geworden, die Floskeln, wenn wir gewonnen haben, sagen wir das, und wenn wir verloren haben, sagen wir das. Da würde ich sagen, du bist langweilig, da zeige ich lieber einen Zeichentrickfilm. 50 Jahre Bundesliga, große Geschichte, kleine Geschichten. Manchmal scheitert man an den Aufgaben. Manchmal verabschiedet man sich für immer. Aber manchmal gelingt auch alles. Dieser Sport so vollgepackt mit Emotionen und Anekdoten, Erfolge und Ausrutscher. Dieser Sport, man muss ihn einfach lieben. Wir haben gelacht ohne Ende. Fußball ist einfach geil. Ich gehe jetzt noch ganz laut, wenn ich heute in der Stadion reingehe und das ist voll. Das war schon cool. Das war wirklich einmalig und unbeschreiblich. Am Ende war es halt dann was sehr, sehr Emotionales und sehr Schönes. Es war unglaublich. Legendär.